Es ist das Duell Aufstiegshoffnung gegen Abstiegsangst. Am 34. Spieltag der dritten Liga. Preußen Münster empfängt Freiburg 2 im ausverkauften Preußenstadion. Ja, und die Adlerträger, die haben heute richtig was vor. Einer, der dabei im Mittelpunkt steht, Joel Grudowski. Unter der Woche noch fraglich gewesen. Und eins vorweg, der hat später noch eine tragende Rolle in dieser Partie. Die Preußen von Beginn an munter. 48 Sekunden gespielt und Nico Kulis mit der ersten großen Chance. Sauter muss den da rauskratzen. Und man merkt, die Preußen haben richtig was vor. Die wollen sich Platz 3 zurückerobern und die 3 Punkte Vorsprung auf Dynamo Dresden. Super Aktion auch von Sauter. Das gilt dann aber nicht in der nächsten. Niklas Sauter, der erste Kontakt ein bisschen unsauber. Dann verspringt er ihn. Badmatz klaut den Ball. Und dann kommt, na klar, Joel Grudowski, 16. Saisontor der Adler. Er fliegt wieder. Und das müssen wir uns jetzt nochmal genauer anschauen. Hier, da fängt's an. Der ist schon unsauber. Badmatz rotzfrech sieht den einlaufenden Grudowski. Und das kongeniale Sturmduo, es zerschießt weiter diese Liga. Und die Preußen machen danach immer weiter. Von Freiburg wenig zu sehen. Dabei müssten die eigentlich. Wenn die verlieren, dann sind die abgestiegen. Lorenz per Freistoß. Diesmal hat Sauter den fest. Ganz viel Druck, ganz viele Aktionen. Der Gastgeber im ersten Durchgang. Und trotzdem geht es mit diesem einen Tor Führung in die Pause. Sascha Hildmann sieht in Durchgang 2, dass seine Mannschaft ja, auf einmal ein bisschen passiver wird. Freiburg wird dagegen dann eben aktiver und hat mit Fana eine erste Torernährung in den zweiten 45 Minuten. Schulzenius muss da noch nicht richtig eingreifen, aber man merkt, okay, die wollen sich noch mal gegen den drohenden Abstieg an diesem Spieltag stemmen, die Breisgauer. Aber so um die 70. werden die Preußen dann selbst wieder ganz aktiv. Patsch macht's am Pfosten, Badmatz per Kopf und die Szene noch nicht vorbei. Hahn nochmal und dann kann Freiburg klären. Die erste Ecke in diesem Spiel, die mal wirklich richtig gefährlich kommt und dann auch super gemacht von Bazzoli. Hier der kleine Push-off gegen Bixel. Durchatmen für Freiburg. Druckphase. Langer Einwurf Lorenz. Al-Ghadoui klärt und auf einmal Konterchance für Freiburg. Jan Sturm gegen Dynamo Dresden schon mit einem schönen Treffer und jetzt im Einzellauf. Schubst da Terhorst ein bisschen an die Seite und kommt jetzt übers Tempo. Immer noch Jan Sturm, der Ausgleich. Nein, Schulze Nihus zur Stelle hält die 1-0-Führung fest. Super vom 19-Jährigen, der da wirklich mit einem Willensakt beinahe den Ausgleich schafft. Doch statt 1-1 kommt der finale Sargnagel für Freiburg. Joel Grudowski diesmal mit der Retourkutsche auf Malik Badmas, auch der mit Saisontor 16 und der 2-0-Führung für Preußen Münster. Super umgeschaltet von den ganzen Jungs in grün-schwarz, allen voran Joel Grudowski, der nochmal anzieht. Eigentlich fertig, keine Kraft mehr gehabt und dann das super Auge hin zu Malik Badmas. Der lässt sich natürlich nicht zweimal bitten und macht hier den Deckel drauf. Sascha Hildmann jubelt, der Aufstiegstraum lebt. Also gelöste, gute Stimmung bei den Preußen. Ich werde auch nicht müde, das zu betonen, dass wir einfach das, was wir die ganze Zeit gemacht haben, weiter durchziehen, nichts Außergewöhnliches machen, uns total freuen über die Situation und gar nicht irgendwie in negative Gedanken reinrauschen wollen, sondern einfach frisch, fresh, frei weiter Fußball spielen und die Mannschaft versucht umzusetzen. Klappt nicht immer, heute war es sicherlich nicht das allerbeste Spiel, aber ist jetzt auch mal gerade egal. Dass es irgendwann kommt, wissen wir. Jetzt ist es so. Hat uns die letzten Wochen nicht aus der Bahn geworfen, wird uns die nächsten Wochen auch nicht aus der Bahn werfen. Ich glaube, wir haben eine Aufgabe, Jungs weiterzubringen, an die Profis ranzuführen. Für das ist die dritte Liga perfekt. Haben wir nächstes Jahr nicht mehr. Der ultimative Höhenflug in Richtung Liga 2, der ist zum Greifnah für den SCP. Und an der Stelle danke SC Freiburg 2 für viele tolle Erinnerungen in Liga 3. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.